Das Patriot-Raketensystem ist ein bodengestütztes Luftverteidigungssystem, das von den Vereinigten Staaten entwickelt wurde. Es wurde entwickelt, um feindliche Flugkörper abzufangen und zu zerstören, einschließlich ballistischer Raketen, Flugzeugen und Marschflugkörpern. Hier sind einige wichtige Merkmale und Fähigkeiten des Patriot-Raketensystems. Ziel: Das Hauptziel des Patriot-Systems ist es, die Lufthoheit zu verteidigen und Angriffe auf strategische Ziele wie Städte, Militäreinrichtungen und Infrastrukturen abzuwehren. Radargeräte: Das Patriot-System verfügt über fortschrittliche Radarsysteme, die in der Lage sind, feindliche Ziele frühzeitig zu erfassen, zu verfolgen und zu identifizieren. Es verwendet verschiedene Radartypen wie Suchradar, Verfolgungsradar und Feuerleitradar. Abfangraketen: Das Patriot-System verwendet verschiedene Arten von Abfangraketen, darunter die PAC-3, Patriot Advanced Capability 3 und die PAC-2. Diese Raketen haben eine hohe Geschwindigkeit und Wendigkeit, um feindliche Ziele effektiv abzufangen. Befehls- und Kontrollsystem: Das Patriot-System verfügt über ein hochmodernes Befehls- und Kontrollsystem, das es ermöglicht, mehrere Raketenbatterien zu koordinieren und die Abfangoperationen zu steuern. Interoperabilität: Das Patriot-System kann mit anderen luftgestützten und bodengestützten Luftverteidigungssystemen integriert werden. Dadurch wird die Fähigkeit zur Abwehr von Luftangriffen verbessert und die Zusammenarbeit mit anderen Streitkräften erleichtert. Das Patriot-Raketensystem wird weltweit von verschiedenen Ländern eingesetzt und hat sich als effektives Mittel zur Luftverteidigung erwiesen. Es bietet eine wichtige Verteidigungsfähigkeit gegen Bedrohungen aus der Luft und trägt zur Sicherheit und Stabilität in Konfliktsituationen bei. Hallo! Es freut mich, dass wir wieder zusammen in einem Review-Video sind. In diesem Video werden wir die Patriot-Raketensysteme betrachten, die Amerika kürzlich an die Ukraine geliefert hat, und wie sie sich auf das Kriegsgeschehen auswirken könnten. Bevor wir jedoch mit dem Video beginnen, möchte ich Sie bitten, sich zu abonnieren und die Videos zu mögen, wenn Sie an solchen Inhalten interessiert sind. Damit unterstützen Sie mich. Also lasst uns anfangen. Die Regierung in Kiew hat angekündigt, dass das berühmte Luftverteidigungssystem, das sie seit Monaten gefordert hat, nun den ukrainischen Luftraum schützen wird, und sie bezeichnete es als Erfüllung eines Traums. Die westlichen Länder haben ihre Entscheidung geändert und die Raketenabwehrsysteme an die Front verlegt, nachdem russische Besatzer ukrainische Städte mit Raketen bombardiert haben. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikow gab bekannt, dass sein Land die von den USA hergestellten Patriot-Bodenluftraketensysteme erhalten habe, von denen er hofft, dass sie der Ukraine im Krieg gegen russische Luftangriffe helfen werden. In einem kürzlich geteilten Tweet sagte Reznikow: "Die schönen Himmel der Ukraine sind heute sicherer geworden, denn die Patriot-Luftverteidigungssysteme sind in der Ukraine angekommen." Reznikow sagte, dass er die Patriot-Systeme erstmals im August 2021, 5 Monate vor der russischen Invasion und 7 Jahre nach der illegalen Annexion der Krim-Halbinsel durch Russland, während seines Besuchs in den USA gefordert habe. Er bezeichnete den Besitz des Systems als einen Traum, aber ihm wurde damals gesagt, dass dies unmöglich sei. Reznikow dankte den Menschen in den USA, Deutschland und den Niederlanden, erwähnte jedoch nicht, wie viele Systeme zu welchem Zeitpunkt geliefert wurden. Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Inat, hatte gestern in einer Erklärung gesagt, dass die Lieferung der Patriot-Systeme einen Wendepunkt darstellen werde und den Ukrainern ermöglichen werde, russische Ziele aus größerer Entfernung zu treffen. Ukrainische Beamte hatten zuvor gesagt, dass die Ankunft der Patriot-Systeme, die Washington im Oktober letzten Jahres zugesagt hatte, eine starke Unterstützung und einen Meilenstein gegen die umfangreiche Besetzung Moskaus darstellen würde. Westliche Verbündete hatten der Ukraine auch Panzer, Artillerie und einige Kampfflugzeuge zur Verfügung gestellt, um sich auf einen Gegenangriff vorzubereiten. Auf der Website der deutschen Regierung wurde gestern bekannt gegeben, dass ein Patriot-System zu den militärischen Lieferungen gehört, die letzte Woche in die Ukraine geschickt wurden. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bestätigte dies heute vor den Abgeordneten in Berlin. Baerbock sagte auch, dass sie das 2. von 4 mittleren Iris-T-Luftverteidigungssystemen, die sie letztes Jahr zugesagt hatten, geliefert haben. Das ukrainische Personal wurde bereits für den Betrieb und die Wartung der Patriot-Batterien geschult, für die etwa 90 Soldaten benötigt werden.
Die russische Armee hat in den Medien Aufmerksamkeit erregt, als berichtet wurde, dass die Patriot-Rakete die hypersonische Kinzhal-Rakete abgeschossen hat, die die ukrainische Armee bereits mehrmals im Krieg gegen Russland eingesetzt hatte und von Russlands Präsident Wladimir Putin als von Luftverteidigungssystemen nicht aufhaltbar bezeichnet wurde. Die Aussage der ukrainischen Armee dazu wurde während einer Pressekonferenz des Pentagons diskutiert. Reider sagte, ich kann bestätigen, dass sie, die ukrainische Armee, eine russische Rakete mit dem Patriot abgeschossen haben. Auf die Frage, ob es sich bei der betreffenden russischen Rakete um die Kinzhal handelte, antwortete Reider mit ja. Der Sprecher vermied es jedoch, Informationen darüber preiszugeben, von welchem Land die Batterie stammte, die die russische hypersonische Rakete abgeschossen hat. Die Patriot-Luftabwehrsysteme wurden von den USA bereits im Irak und Saudi-Arabien gegen iranische ballistische Raketen eingesetzt, aber dies war das erste Mal, dass dieses System eine hypersonische Rakete abgeschossen hat. Die Patriot-Raketenabwehrsysteme sind ein weiterer Schritt, der Moskau verärgert. Sie sind keine Zauberstäbe, aber äußerst effektiv und teuer. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende gesehen haben. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem weiteren Review-Video. Auf Wiedersehen!